Hallo ihr Lieben, da bin ich wieder mit einem neuen Engel-Orakel für die Woche von Mittwoch, also heute bis kommenden Mittwoch. Und ich habe mir überlegt, dass es doch toll wäre, in regelmäßigen Abständen auch ein Wochenorakel für das Thema Liebe, Partnerschaft, Beziehungen zu machen. Und habe aus dem Grund heute nochmal drei Karten gezogen, die euch helfen sollen in euren Liebesbeziehungen, in euren Partnerschaften oder für die, die im Moment keinen Partner haben, diesen Partner zu finden. Und ja, schauen wir mal, was die Engel dazu heute sagen. Ich habe drei Karten gezogen, wie gesagt, aus drei verschiedenen Decks. Die erste Karte stammt aus dem Romance Angels Deck von Doreen Virtue. Da ist noch eine zweite rausgefallen, die zeige ich euch gleich. Ja, und diese Karte zeigt etwas Wunderbares, und zwar Wedding, das heißt Hochzeit oder auch Ehe. Also wenn jemand schon verheiratet ist, dann zielt es auf die Ehe ab. Oder für alle die, die nicht verheiratet sind, ist es entweder das Ziel, eine sehr intime Partnerschaft haben zu wollen, zu finden, wo man sich sehr stark zueinander bekennt. Ne? Weil im Prinzip ja die Hochzeit ein klares Bekenntnis vor der Öffentlichkeit und vor Gott ist, zueinander zu stehen in guten und in schlechten Zeiten und so weiter. Und ja, diese Karte deutet darauf hin, dass in eurem Umfeld oder in eurem Leben jetzt eine Beziehung diese Reife erlangen wird, also sich stärker zueinander zu bekennen. Da ist ein Partner, den ihr schon habt. Vielleicht seid ihr auch schon verheiratet und es zeigt eben, wie wichtig diese Beziehung ist. Und für alle die, die keine Beziehung haben, deutet es darauf hin, dass ihr einen Partner in eurem Umfeld bekommt, den ihr im Prinzip heiraten könntet, weil die Beziehung so innig und klar ist und ihr so zueinander steht. Also das Thema sind intime Beziehungen in dieser Woche, darauf den Fokus zu setzen und auch den Glauben nicht zu verlieren daran, für die, die vielleicht im Moment Zweifel haben mögen, dass diese Beziehung funktionieren kann und dass sie auch gefördert wird und auch ja, sehr wertvoll für euch ist. Die zweite Karte, die hinzukommt, ist die Karte Deception und die hat mich eben auch ein bisschen stutzig gemacht, weil natürlich die Karte Deception, das heißt Täuschung, und die Karte unten drunter, für die, die sie vielleicht noch nicht kennen, zeigt, ich will jetzt nicht sagen ein Paar, aber zwei, drei Personen, die miteinander offenbar diskutiert haben, die Masken tragen, ja, die also vorgeben, etwas zu sein, was sie nicht sind. Das kann bis zum Betrug gehen, das kann aber auch einfach sein, eine emotionale Maske zu zeigen, keine Emotionen zu zeigen, wo aber tatsächlich sehr viel Emotion ist. Das kann heißen, die wahren Gefühle dem anderen nicht mitzuteilen. Und das steht auch drunter. Jemand trägt eine Maske des falschen Selbstes in dieser Beziehung. Und die beiden Karten sind wirklich komplett zusammen rausgefallen. Das heißt, ich gehe davon aus, dass es durchaus in Beziehungen, die auch entweder schon Ehen sind oder aber auch sehr enge intime Partnerschaften im Moment Gefühle zurückgehalten werden, nicht so richtig die Wahrheit auf den Tisch kommt, man sich nicht wirklich sagt, was man empfindet, im Positiven wie im Negativen. Es kann natürlich auch sein, dass die Liebe nicht eingestanden wird. Das kann auch sein, dass sich das auf werdende Paare bezieht, also Leute, die noch nicht in einer Partnerschaft sind, sich aber nach dem Partner sehnen und wo vielleicht einer von beiden oder beide sich nicht so richtig eingestehen, was eigentlich wirklich los ist. Und die Engel fordern euch auf, euch dessen bewusst zu werden, dass euch das hindert, wirklich glücklich zu werden und dass ihr versuchen solltet, hinter die Maske zu schauen und auch oder auch eure eigene Maske fallen zu lassen. Denn die Maske ist meistens das Ego, das sich schützen will vor Verletzungen, vor Enttäuschungen und andere blenden will, um nicht verletzt zu werden. Aber wir versuchen ja jetzt alle, das Ego abzulegen, authentischer zu werden. Und da ist es auch wichtig, natürlich in euren Partnerschaften und Beziehungen, in den Ehen, ehrlich zu werden und klar zu sagen, wofür stehe ich eigentlich und was ist mir wichtig und du bist mir wichtig. Das zu zeigen. Es kann natürlich auch sein, dass diese Täuschung, diese gegenseitige Täuschung so weit geht, dass keine wirkliche Beziehung mehr möglich ist. Und das müsst ihr abwägen, wie weit diese Täuschung geht, diese Masken, hafte. Und wenn die Maske nicht fällt, dann ist natürlich auch eine sehr ehrliche, committete, zueinander bekannte Beziehung nicht möglich. Die nächste Karte ist aus dem Engeltarot von Doreen Virtue, zeigt den Pagen des Wassers. Und zu sehen ist ein Engel, der quasi über dem Wasser schwebt, vor einer wunderschönen, geheimnisvollen Insel.
Und sie ist umgeben von Delfinen und Walen und Kelchen. Und die Aussage der Karte ist Intuitivität, Sensitivität, künstlerisch freundlich. Und die Karte sagt selbst, eine neue Person tritt in dein Leben. Eine Beziehung tritt in eine neue Phase. Gesteigerte übersinnliche Fähigkeiten. Und ich finde, diese Karte passt perfekt zu dem Vorhergesagten. Das heißt, entweder für diejenigen, die keine Beziehung haben oder diejenigen, die nicht so glücklich in ihrer Beziehung sind, weil eben die Masken nicht fallen, weil die ehrlichen Gefühle nicht eingestanden werden oder dem anderen gezeigt werden, für die wird wahrscheinlich eine neue Person ins Leben treten, mit der eben diese Hochzeit, ups, zählt hier alles zusammen, mit der diese Hochzeit möglich ist, diese intime Partnerschaft, nennen wir es erstmal so, dass dann eine Hochzeit ist. Ist die Chance zumindest. Also es wird ein Partner kommen, der dieses Potenzial hat. Und wichtig ist eben darauf zu achten, dass keinerlei Täuschung dort stattfindet, dass man wirklich einem authentischen Gegenüber begegnet. Und dann führt das auch ins Glück. Es kann auch sein für diejenigen, die eben an dieser Beziehung arbeiten, an dieser schon vorhandenen Beziehung, dass eure Beziehung jetzt in eine neue, glücklichere Phase tritt. Dass ihr jetzt ins Licht geht, dass ihr vielleicht jetzt Wochen der Dunkelheit hattet, in denen vieles schwierig war. Alle angespannt waren, Angstthemen eure Beziehung beherrscht haben, vielleicht auch über eure gemeinsame finanzielle Situation, Zukunft, berufliche Situation. Das alles färbt natürlich auch aufs Beziehungsleben ab. Und wir sehen hier auf der Karte auch, da hinten wird es richtig hell, ne? Also das ist quasi wie die Morgendämmerung. Der Tag bricht an und die Helligkeit kommt auch in die dunklen Gewässer der Emotionen. Und das bedeutet, es wird jetzt alles besser und eure Beziehung wird in eine neue Phase gehen. Und ihr werdet auch von dieser dunklen Phase viel Positives mitnehmen, auch wenn ihr das jetzt noch nicht sehen könnt. Aber ihr habt wichtige Erfahrungen miteinander gemacht. Ihr habt zueinander gestanden in schwierigen Zeiten und das nehmt ihr jetzt mit in diese neue, glückliche, goldene Phase, nenne ich sie mal. Ja, und deshalb freut euch drauf. Also, das sind alles Zeichen, dass es im Moment noch ein bisschen hakt mit der gegenseitigen Offenbarung von Gefühlen. Aber wenn ihr das in den Griff bekommt oder euch auch für die richtige Person entscheidet, mit der ihr glücklich werden könnt, dann wird es besser. Die dritte Karte aus dem Tarot oder den Orakelkarten der aufgestiegenen Meister. Bleib nicht stehen. Und da haben wir einen unwahrscheinlich fröhlichen Maitreya. Der sieht ein bisschen aus wie Buddha, ist auch im Prinzip ein Anteil von Buddha, vom Buddha- und Christuswesen. Und er breitet über sich aus durch seine Hände den Regenbogen, ja, die Lebensfreude, die Kraft der Freude und die Lebensfreude, das Licht. Das, was ich gerade schon sagte, das, was sich hier schon andeutet, ja, mit dem Eintritt einer neuen Person in euer Leben, mit der eine wunderschöne Partnerschaft möglich ist oder mit der neuen Phase in eurer Beziehung, kehrt auch die Freude in euer Leben zurück. Ja. Und ihr, die rutscht hier immer. Und ihr werdet einfach, also aus dieser, also es ist eine wechselseitige Freude. Einerseits dadurch, dass sich alles verbessert, merkt ihr, dass ihr mehr Freude am Leben habt, dass ihr euch entspannt, dass ihr Spaß habt, dass ihr wieder lachen könnt, auch gemeinsam mit eurem Partner wieder mehr lachen könnt, mehr freudige Erlebnisse habt, mehr unternehmt, Dinge, die Spaß machen tut. Und Maitreya rät euch aber auch wenn das noch nicht so absehbar ist, geht in die Freude, macht euch gegenseitig eine Freude, lacht zusammen, entspannt, geht mal ein, zwei Tage, vielleicht jetzt am Wochenende, mal raus und macht was anderes. Plant mal einen Tag außerhalb der Routine, versucht euch mal frei zu machen, gerade auch wenn ihr Kinder habt und genießt noch mal die Zweisamkeit, wenn es irgendwie möglich ist. Und habt einfach Freude, ne? Gesteht euch eure Gefühle ein und seht, was ihr zusammen geschafft habt. Und für die, die natürlich einen neuen Partner haben, genießt einfach die Rendezvous und Dates mit euren neuen Partnern und ja, genießt die freie Zeit. Und ich denke, es ist ein sehr, sehr, sehr durch die Bank positives Orakel für die Woche von heute bis nächste Woche Mittwoch. Und ich denke, es sind überall mal Zweifel oder man hält etwas zurück. Aber die Energien sind jetzt so positiv, so golden, ja, also wenn sogar schon Hochzeit angesagt ist, dass wir jetzt wirklich ganz klar ins Licht gehen und die dunklen Zeiten hinter uns lassen. Und dafür wünsche ich euch viel Kraft und Liebe und schicke euch auch Liebe und Licht von meiner Seite. Und nochmal mit einem Blick auf diese wunderschönen Rosen wünsche ich euch eine wunderbare Woche. Macht's gut. Tschüss.